Hallo, willkommen zurück auf meinem kleinen Adventskalender. Heute zeige ich euch ein bisschen Magie. Und zwar Zauberpuder. Welche Puder sind die besten und warum? Zum einen haben wir tatsächlich ein Puder, was Simsalabim heißt. Ist ein Fixing Powder von der Michaela Konrads. Ein ganz, ganz tolles Puder, was großartig ist, um wirklich das Gesicht zu fixieren, oder beziehungsweise das Gesicht zu fixieren ist gut, ne? Hey, die Nase soll mal da bleiben, wo sie mitten im Gesicht, ne? So ist es nicht gemeint, nein, sondern die Foundation wird dadurch fixiert. Das ist ein ganz, ganz tolles Puder, ist so ein bisschen leicht eingefärbt, ist sehr, sehr fein gemahlen, fühlt sich toll an. Und das Schöne ist, dass auch dieses Puder nicht so extrem totmatt aussieht, ne? Also das ist nicht so, hat eine ganz tolle Konsistenz und es wird auch nicht so cakey, ne? Also man muss ja aufpassen bei manchen Pudern, dass es sehr schnell wie eine Maske aussieht. Und dieses Puder ist richtig, richtig klasse, kann ich nur empfehlen. Zwei weitere Puder, die genau in die gleiche Richtung gehen, die eben Weichzeichner-Effekt haben, die bei geringer, also jedes Puder, wenn ihr den draufhaut wie blöd, dann sieht es immer cakey aus, ne? Sondern ich rede davon, dass man das im normalen Maß macht, dass man das sowohl mit dem Pinsel als auch eben so mit dem Wattebausch oder mit dem Powderpuff irgendwie schön einarbeiten kann und die tatsächlich das Ganze auch fixieren, ist zum einen hier das von Charlotte Tilbury. Das ist ein sehr, sehr, sehr schönes Puder und wirklich ein ganz spezielles Puder. Das habe ich mir jetzt auch schon zum zweiten Mal nachgekauft. Auch das hier, das ist halt ein Press Powder. Ist auch sehr, sehr fein gemahlen. Wunderbar. Hat einen schönen Weichzeichner-Effekt. Großartig. Und kostet aber über 40 Euro. Und was fast genauso ist, ich sage nur fast, sehr, sehr, sehr fast ähnlich, ist das von Nummer 7. Also eben auch von Boots. Seht es hier. Das ist auch sehr, sehr fein gemahlen. Das ist fast wie dieses Puder hier, wenn es Press Powder ist. Ganz, ganz toll. Wenn einem das zu teuer ist für über 40 Euro, das kostet unter 15. Ganz, ganz toll. Das Puder von der Charlotte Tilbury, das heißt Airbrushed Flawless Finish. Ich habe das in der Farbe 2. Und das Puder von Nummer 7 heißt Lift and Illuminate Triple Action Translucent Finishing Powder in Light Medium. Habe ich mir passend zu dieser Foundation gekauft. Ein unschlagbares Team. Also von dieser Nummer 7 Marke bin ich schwerst begeistert. Das hat jedes Produkt, was ich jetzt hatte, gut, es waren jetzt auch nur 4 oder 3, hat mich extremst begeistert. Und das Puder von der Michaela Konrads, das ist ein Old Classic. Das ist also wirklich ein Puder, das ihr bedenkenlos kaufen könnt, was richtig gut funktioniert bei jeder Gelegenheit. Ganz große Empfehlung. Ich habe euch ja schon erzählt, oder auch nicht, vielleicht kommt es noch, dass ich diesen Bronzer kennengelernt habe bei Gem Beauty. Das ist so eine YouTuberin aus Amerika. Und als ich in Amerika war, warum auch immer, habe ich das gesucht, obwohl es ein englisches Produkt ist. Hätte ich es vielleicht über dem Kanal sehr viel schneller bekommen als in Amerika. Wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich hier die Farbe Golden Sand. Das ist so eine eher dunklere Farbe. Aber die Farbe, finde ich, ist sehr schön, weil sie weder zu orange noch zu rot noch sonst irgendwas zu sehr ist. Ne? Zu grau oder zu dunkel oder zu hell. Sie ist einfach sehr, sehr schön neutral und damit passt die Farbe auch wirklich sehr, sehr vielen verschiedenen Hauttönen. Wenn ich jetzt aber dunkler als jetzt, zum Beispiel im Sommer, wäre für mich die Farbe zu hell. Ich zeige es euch mal geswatcht. Der ist sehr, sehr dezent. Das Schöne an dem Bronzer ist, dass man den ganz, ganz toll aufbauen kann. Also das ist nicht so, dass man, ne, man muss nicht aufpassen, dass er zu stark pigmentiert ist. Im Gegenteil, man geht mit dem Pinsel rein und kann ihn wirklich rumschwirren und aufbauen, wie man es eben braucht und wie man es möchte. Also er ist extrem unkompliziert, extrem anwenderfreundlich, extrem beginnerfreundlich. Das heißt, wenn ihr einen Anfänger-Bronzer sucht sozusagen, super, ganz, ganz tolles Produkt, kann ich nur empfehlen. Und es hat also auch für reife Haut ist der sehr schön geeignet, weil er einen
itzi, bitzi, litzi, ganz kleines bisschen einen Sheen hat. Also keinen Glow, sondern ganz kleinen Sheen, dass er die Haut wirklich so zum Strahlen bringt, so wie diese Hourglass-Produkte. So ein ganz kleines bisschen, aber nicht zu viel, dass es wieder Texturen betont. Das macht er nämlich nicht. Ich habe zum Beispiel von Elf auch einen, so ein Bronzer von Elf. Der ist, wenn ich den auftrage, dann sehe ich überall, sehe ich total die Falten und keine Ahnung, jede einzelne Pore wird betont. Das sieht grausam aus. Und mit dem gar nicht. Das ist einfach, ihr seht es ja, es macht eine schöne, leichte Wärme im Gesicht, ohne dass es halt eben irgendwie die zu sehr fremdelt oder zu irgendwie gekünstelt aussieht. Und ein wunderschönen Sheen. Also ich kann diesen Bronzer wirklich nur wärmstens empfehlen. Und die Nummer 7 Produkte sind auch nicht teuer. Also ich glaube, der hat so um die 12 Euro gekostet. Kann man sich auf alle Fälle leisten. Und der ist absolut High-End-würdig. Absolut. Kann mit jedem High-End-Produkt mithalten. Und das Packaging, ach, herrlich, oder? Nummer 7. Bronze. Hallo, die Helga. Habt ihr mich vermisst? Ich weiß. Ach ja, ich war ja erst kürzlich da. Und jetzt bin ich schon wieder da. Könnt ihr euch noch erinnern, wo die Bärbel mal was ganz Tolles vorgestellt hat, was so richtig niedlich ist, total zuckersüß, so was Kleines, was man mitnehmen kann und total weich und ach, wie so ein kleines Haustier. Dieser kleine Pinsel, ist der nicht süß? Ja, also die Alte hat da nochmal einen gekauft für euch, weil es ja um das Thema Puder geht, ne? Hat sie gedacht, super, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Diesen kleinen Kabuki-Pinsel mit dem Täschchen. Es ist ja so zuckersüß. Ne? So zuckersüß. Und das könnt ihr immer mitnehmen und könnt euch das Näschen pudern. Sieht immer schick aus. Ne? Vor allen Dingen in dem tollen Weiß. Finde ich klasse. Also, wenn ihr das Ganze gewinnen wollt, dann müsst ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben geben. Abonnent des Kanals sein. Ihr müsst es liken. Das war, glaube ich, das mit dem Daumen, oder? Was müsst ihr noch machen? Ja, natürlich einen Kommentar schreiben, ist klar. Ne? Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch auf Instagram gehen. Da könnt ihr auch mitmachen, da könnt ihr das auch gewinnen. Beziehungsweise dann könnt ihr eure Gewinnchance erhöhen. Ne? So, ja, das war's schon. Ne? Ansonsten drücke ich euch halt ganz fest die Daumen, weil das ist total süß. Also wenn ihr euch nicht pudert, dann nehmt es einfach als Haustier. Also ich finde es auch total süß, könnt ihr irgendwo hinstellen, könnt ihr euer Gesicht drauf malen, ne? Also wie ihr wollt. Ne? Das ist irgendwie, macht sich als gut statt Chihuahua in der Handtasche, ist auch nett, ne? Wenn man den so rausholt, ne, mit dem redet und es trägt halt nicht so auf, weil es so schön klein ist, ne? Kann ich nur empfehlen. Also ich mache das so. Ich hab den Pinsel in jeder Handtasche, dann muss ich es nicht immer umräumen. Ne? Nur so ein kleiner praktischer Tipp am Rande. In diesem Sinne, wir sehen uns bald. Ich drücke euch die Daumen. Bis die Tage. Tschüss.